An den Blöcken verstehe ich es ja vielleicht noch. An den ganzen hier. Also da verstehe ich es noch irgendwo, wenn der doch mal runterploppt. Aber nicht an dem Halbstein, dass der dann da runterploppen kann. Da müssten sie mal nachbessern. Ich bin ja eh gespannt auf die 1.9, was da alles kommt. Ein zweites Ärmchen soll kommen. Ist natürlich sehr interessant. Also, ob das halt irgendwie spielerisch irgendwas ausmacht, ist halt die Frage. Und der Adventure Mode soll schon. Nicht Adventure Mode, der Dings Mode. Die ganzen Dinger sollen dann bei rumkommen, bald mal. So, jetzt mache ich mal so hier. Jetzt muss eine homogene Fläche werden. Ja, natürlich baue ich jetzt beide weg. Einer fällt mir nach unten. So, dann sieht es mal halbwegs so aus. Gefällt mir jetzt auch persönlich um einiges besser. Persönlich. So, habe ich den eigentlich auch? Ja, habe ich auch gesetzt. So. Dann mache ich den hier so. Der wird hier natürlich reingezogen. So. Wieder macht es Minecraft so mit mir. Alter, willst du mich jetzt komplett verarschen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann haben wir das endlich. Dann haben wir die Dachschräge auch schon angebaut. Sieht zumindest um einiges schöner aus, als wenn das irgendwie so geradlinig abschließt. So laufen die Dächer auch mal in echt ineinander. Das ist schön, wenn das ein bisschen, ja, so einen Übergang hat einfach. So, Alter. Ist eh schon wieder fast leer. Also, ich muss mich dann definitiv nochmal auf Lehmtour begeben. Also, ich werde jetzt versuchen, hier alle wegzubauen. Werde dann auch nochmal in den Öfen nachlegen. Aber dann wird die Zeit nahen und ich werde nochmal Lehm suchen dürfen. Weil das einfach so fucking viel ist, was da einfach mal bei rumkommt. Ist der Wahnsinn. So, wups, wups. Jetzt fängt es Regnen an. Werde ich nass auf dem Dach? Das ist ja richtig blöd. Wieso denn sowas? Muss ja nicht sein. Oh. Immer wenn ich auf einem Dach stehe. Jetzt warte ich auf einen Blitz, der mich trifft. Das wäre lustig. Ich weiß halt nicht, kann mich ein Blitz treffen und ich Damage bekommen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß, dass das Holz entzündet werden kann, wenn es vom Blitz getroffen wird. Ist mir bis jetzt noch nicht passiert, wird aber vom Regen eigentlich auch relativ bald gelöscht, muss man ja sagen. Also, das habe ich noch nicht gesehen. Oder ein vom Blitz getroffener Creeper habe ich auch noch nie gesehen. Das wäre natürlich auch mal interessant. Die hätten ja angeblich mehr Sprengkraft. Und ja, ich halte auch die Frage. Oder werden die magnetisch angezogen, die Creeper von dem Blitz? Oder der Blitz magnetisch vom Creeper? Könnte ja auch sein, dass die Creeper hier in der Welt als Blitzableiter dienen. Dass eigentlich sonst nichts anderes entzündet wird. Das könnte gut möglich sein. Es ist ein Fall für Galileo Mystery. So. Wann werden mir die Steine ausgehen? Eigentlich doch relativ bald, oder? Was werde ich sehen? Ja, ist eh schon der letzte Stack. Ich kann nicht mal sagen, ich habe dann das halbe Dach schon fertig. Also, das ist dann, auch wenn ich alle vier Dinger hier gemacht hätte, habe ich bei weitem noch nicht das halbe Dach. So, jetzt wird's dunkel. Im Dunkeln ist ja gut munkeln, aber ich bleibe hier auf dem Dach ganz munter und tapfer. Und mache hier noch Stein um Stein. Die letzten 32 kriege ich ja auch noch relativ schnell weg, würde ich sagen.
Und dann ist gut. Dann kann ich ja nochmal in den Öfen nachlegen. Werd dann eine Pause machen, werd währenddessen brutzeln lassen, weil da ja eh nichts passiert. Und dann ist gut. Da läuft ein Skelett über mein Dach hinweg. Ist auch schön. Kann man schon mal anbieten. So, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. So, hier geht's rein, hier geht's zu. So. Und wieder ab dafür. Ob dafür. Rein ins Haus. Rein ins Haus, du altes Haus. So, ich wollte nicht in die Kiste glupschen. So, bupp. Ein bisschen Dreck sammelt sich natürlich auch wieder an. So, ich bin in der falschen Kiste. So. Dass die noch nicht fertig sind, wundert mich. So. Hier gleich mal wieder auf 64 erhöhen. So, irgendwie habe ich es hinbekommen. Supi, noch ein paar. Dann kann ich mir wieder ein Stack Ziegelblöcke machen und ein bisschen mehr. Und ein bisschen mehr. So, zwei Blöcke noch. Super. Dann mache ich mir gleich hier Ziegelstufen. So, bleibt immer noch ein bisschen was übrig. Jetzt legen wir alles in die Kiste. Ah, ich könnte noch einen. Nee, kann ich nicht. Ich brauche ja vier von der Stufe weg. Also, Lehm haben wir doch noch ein bisschen was übrig. So, polierter Dorit. Wo habe ich denn den jetzt auf einmal her? Das ist eine gute Frage. Die Weizen habe ich. Den Samen habe ich hier auch noch nicht angesät. Den Zuckerrohr habe ich auch noch nicht hingebaut. Kann ich raus eventuell? Nee, aber ist schon wieder hoch genug. Da müssen wir dann eh nochmal eine Ernterunde mal machen. Ich packe das Zuckerrohr hier mal rein fürs Erste. Da stört es am wenigsten. Und ich brauche einen neuen Helm. Einen neuen Helm für MG muss mit. Damit der einfach mal was auf der Haube hat. So, das Feuerzeug legen wir hier rein. Und ja. Dann mache ich mal eine kurze Pause und sage bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder aus meiner kleinen Pause heraus. Ein bisschen Lehm ist gebrutzelt, deswegen lege ich da auch wieder nach. Das muss sein, damit da einfach mal was voll wird. Oh. Komplett 64, bitte. So, das wäre schön. So. Voll gemacht. Und dann kann ich hier auch noch mal ein paar machen. Ein paar Ziegel von. Das ist nicht schlecht. Das können wir brauchen. So, 8 Stück geht genau aus. Ah ja, dann hätte ich Slabs auch noch machen können. So, wupp. Bleiben 2 übrig, aber das ist Wurst. Packen wir mal erstmal in die Kiste. So, boah, ist das ein Haufen Zeug hier. Ist das ein Haufen Zeug? Ach komm. So, mach mal so. Ich wollte jetzt nicht unbedingt ins Bett laufen. Und hier mich bespaßen lassen. Da muss ich nicht unbedingt rauslaufen für. So, ich war ungefähr in der Ecke vorhin mal. Also so ungefähr 300 Meter weg. Also ich bin erst 100 weg. Also ungefähr um die 300. Das ist Sparta, weil 300 Meter und so. So, vielleicht werde ich auch jetzt ein bisschen länger auf Tour bleiben. Longer on Tour. Ich habe jetzt nichts Themenmäßiges nachgeguckt, weil ich wollte eigentlich so schnell wie möglich wieder weitermachen. Weil wenn ich themenmäßig was gucke, dann dauert das natürlich immer länger. Und mir drängt halt doch ein bisschen die Zeit, dass ich hier ja vorankomme. Oder dass ich noch vor der Arbeit was schaffe. Essen sollte ich vielleicht auch noch was vorher. Weil ohne gestärkten Magen ist natürlich nichts. Ich frühstücke ja nicht. Ich esse zum Mittag, aber mehr nicht. Und im Mittag, Abend,
spätabends dann nochmal, also mein Frühstück ist eigentlich mein Mittagessen oder mein Mittagessen ist eigentlich mein Frühstück. Kann man sehen, wie man will, aber sowas um den Dreh läuft's, auf den Dreh läuft's dann hinaus. So, hier den ganzen Lehm abbauen. Alter, hier schon. Das ist mal wieder ein Äderchen nach meinem Geschmack. Nein, ich will keinen Damage bekommen. Gerade noch, dass ich aufgestiegen bin. Hallo Kraken. Wie geht es euch? So, jetzt schwimme ich mal kurz hier rüber. Hallo, ich war doch an der Oberfläche. Wenn ich an der Oberfläche war, dann will ich zumindest, ne? So, wups. Wups, nochmal kurz auftauchen. Und dann ist das ein bisschen zusammengetrieben, die ganze Sache. Haha. Dann kann man das auch schnell einsammeln. So, Welt wurde gespeichert mal wieder. Ja, und dann gucken wir mal rum. Ob wir noch ein bisschen Lehm finden. So, da hinten ist noch ein bisschen was. Das hole ich mir doch gleich. Ja, wir brauchen so viel Lehm, wird man noch brauchen. So, Sand nehmen wir natürlich nebenher auch noch mit. Brauchen wir früher oder später ja auch noch. Damit wir uns das ganze Glas auch erstellen können. Aber wir haben ja genügend Wüste wieder in der Nähe. So mehr oder weniger in der Nähe. Und ja, da können wir dann natürlich beherzt zugreifen, was es angeht an Dingenskirchen. Alter, nein. Ein Lied schon so anfängt, will ich das gar nicht hören. Dann will ich das gar nicht hören, Mami. Nee, du. Absolut nicht. Muss ja nicht sein. Also hier in der Welt muss noch viel passieren. Und da müssen wir natürlich ein Grundlevel an alles hier irgendwie zusammenbekommen. So, boah. Das reicht hin und vorn noch nicht. Das Ganze, was ich jetzt lehmtechnisch habe. Also das ist echt noch nicht viel. Oh. Das ist eine schöne Ader. Da hat sich mal ein bisschen Lehm angesammelt. Da werde ich doch zum Lehmstecher. Ich glaube schon, dass man den sticht. Bin gar nicht sicher, ob man Lehm sticht oder keine Ahnung. Ich glaube schon, dass man den sticht. Also, welche Verfahrensweise da an den Tag gelegt wird, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube, der wurde immer gestochen. Keine Ahnung. Ihr könnt mich ja informieren in den Kommentaren. Könnt mich da ja mal berichtigen oder schon mal ansagen. Aber ich glaube, der wurde gestochen. Dass man, ja, wie soll man sagen, das hat dann schaufelähnliche Dinger. Mit dem ist man dann halt in die Erde reingefahren oder in den Lehm und sticht dann halt so. Es war eigentlich so eine schmale Schaufel, also so. So ungefähr und dann schiebt man so rein und dann holt man den, glaube ich, raus. So war das irgendwie. Da kommt man nicht mit so einer Schaufel an. Nee, nee. Nicht mit so einem Spaten. Sondern irgendwie kleiner. Dass man in den Lehm besser eindringen kann, natürlich. Weil Lehm, wer schon mal in Lehm gegraben hat, weiß, das ist nicht unbedingt die leichteste Aktion mit einem Spaten. Muss man sich gut draufstellen und ohne Körpergewicht läuft da nicht viel. Und ich habe halt nicht viel Körpergewicht. Eigentlich schon. Ich habe für meine 1,80, 80 Kilo, also total im Nennmaß, würde ich mal sagen. Das ist natürlich auch Wunderbärchen. So. Aber ich halte auch die 80 Kilo. Ich kann fressen wie Mähdrescher. Und ich nehme nicht zu. Also. Nicht wirklich. Da bin ich eigentlich glücklich drüber, um ehrlich zu sein, weil, muss man ja schon sagen, weil, wenn man alles essen kann und eigentlich nicht wirklich merklich zunimmt. Einmal hatte ich wirklich die Zeit, dass ich viel abgenommen habe, aber jetzt nicht, weil ich es wollte, sondern weil es passiert ist. Da hatte ich ja die Probleme mit meinem Ischias. Und da wurden mir Tabletten verschrieben, die haben mir mal komplett den Hunger genommen. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich komplette, dass ich eigentlich mich zwingen musste, etwas zu essen, weil ich wusste, eigentlich musste essen, eigentlich brauste was. Und da habe ich einfach mal auf innerhalb 3, 4 Wochen habe ich 6 Kilo abgenommen. Das war dann schon ein bisschen krass und
War halt dann schön, dass ich dann noch irgendwie wieder schnell meine 80 Kilo beisammen hatte und die dann auch wieder Wunderbärchen gehalten habe. Also, das hat sich relativ schön eingepegelt. Das ist super gewesen. So. Aber das war schon krass, wie Tabletten einem einfach mal so den Hunger nehmen können.